damit willkommen zurück zu Minecraft. Komm mit, Hund. Was? So, neue Aufnahme, neues Glück. Neuer Wauwau, der eigentlich in der Ecke sitzen müsste, sich aber immer wieder zu mir bequemt. Das Tier ist sehr anhänglich. Neue Musik haben wir. KST Beats stellt seine Beats zur Verfügung. Link wird dann natürlich auch in der Beschreibung erscheinen. Und das freut mich sehr. Da haben wir dann gleich wieder ein bisschen was mehr in der Playlist. Insgesamt sind es, glaube ich, 130 Beats, die er da gebastelt hat. Einer besser als der andere oder auch nicht. Das ist Ansichtssache oder Hörsache. Ich renne jetzt hier gerade ein bisschen rum, weil ich total aufgedreht bin. Nein. Wir nicht. So, es hat einen netten Kommentar gegeben über ein soziales Netzwerk, was eigentlich kein soziales Netzwerk ist, von meinem Arbeitskollegen, dem guten Michi. Ich bin Batman. So, ist nur damit du das weißt und ich werde dir das auch noch beweisen. In der nächsten Aufnahme oder so. Schauen wir mal. Ich habe mir gedacht, ich werde mal auf seinen Kommentar eingehen. Renne jetzt hier schon ziemlich planlos rum, weil ich keinen blassen Dunst habe, was wir denn genau machen. Er hat sich einen Turm gewünscht, und zwar einen Aussichtsturm. Jetzt ist natürlich die Frage, wo stellen wir das Ding hin? Er hätte es ja gern so, dass es hier alles so ein bisschen zu sehen ist, obwohl dieses Anwesen ja noch nicht wirklich groß ist. Und ich habe mir ernsthaft überlegt, wo stellen wir das hin, das Ding? Gefunden habe ich bisher noch nichts, was nicht zuletzt daran liegt, dass ich noch gar nicht wirklich geschaut habe. Was wir jetzt aber mal tunlichst nachholen werden. Wenn wir es hier auf den Berg stellen, hat er gesagt, ach nee, nicht auf den Berg. Also auf flaches Gelände. Dann bliebe ja eigentlich nur da hinten die hübsche Hütte hier, da die Wiese. Ich weiß nicht, sollen wir da... Okay, ich nehme an, ihr habt getrunken. Ja. Ich glaube, ich habe sie eingefärbt. Wie auch immer. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir das da hinten einfach so hinklatschen sollen. Das sähe dann lieblos aus. Also ich würde den schon ganz gerne ein bisschen im Berg verkleiden oder so. Vielleicht in den Berg reinbauen, damit der Eingang ein bisschen versteckter ist. Und da einfach aus dem Berg der Tunnel rausguckt. Der Turm rausguckt. Beschmeiß mich bitte mal mit Eiern, danke. Merk, merk, merk. Wieso habe ich hier Fleisch in der Hand? Wieso habe ich hier einen rohen Bräuler in der Hand? Hier. Okay. Ich hinterfrage das nicht länger. Das ist Minecraft. Ich war so am Überlegen, das Ding hier so reinzupflanzen, weißt du? Hier so. Hier so irgendwo. Hier so halt. Ja, hier so rinfriemeln, dass du dann mit einer Wendeltreppe hochgehst. Wenn du dann hier oben ankommst, guckst du immer hier raus. Ja, und dann gehst du eine Etage höher und dann guckst du von da oben raus. Weißt du? Also dann siehst du da hinten die Felder oder so. Das ist so die Idee. Ich glaube, das werden wir jetzt auch einfach mal machen. Ja, gucken wir mal, auf welche Höhe müssen wir denn? Dim, 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 dim. Direkt Höhe 64, das ist schon mal gut. Dann würde ich das hier so in die Ecke friemeln, weißt du? Dann sieht das vielleicht ein bisschen nach was aus und dann kann man das ein bisschen auskleiden. Weißt du? So. Ungefähr. Also, das wäre so Pi mal Daumen gedacht. Da können wir das doch einfach mal ausprobieren. Vielleicht geht's ja. Ja, in dieser Woche ist ein bisschen was passiert auf YouTube. Ich habe ein paar neue Menschen kennengelernt dort. Verfolge seit gestern, vorgestern ein Let's Play von Mart LP. Gar nicht schlecht. Empfehlenswert. Kann man sich angucken. Dann haben wir natürlich noch den Zockerpapa. Den werde ich jetzt wohl auch in Kürze dann mal in meiner Abo-Box schmeißen, sodass ihr den dann auch sehen könnt. Auch keine verkehrten Sachen. Keine unschönen Sachen. Also es sieht gar nicht so schlecht aus, was die da so veranstalten, die beiden. So, was machen wir denn hier? So, machen wir ein bisschen Terraforming. Ist vielleicht ein bisschen laut, hä? Ich meine, kennt ja jeder, der schon mal den Rasen gemäht hat, dass das Gras so klingt, das weiß ja jeder.
So, dann machen wir uns hier mal ein bisschen frei, den Platz. Ich könnte jetzt auch wieder die Sichel nehmen, das ginge schneller, aber bis ich jetzt da runtergelatscht bin und die Sichel geholt habe, kann das jetzt auch wieder fertig sein, siehst du? So, und hier würde ich den dann rinfriemeln wollen, weißt du? So, eins, so, drei, vier, fünf, sechs, sieben, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, oh. Ja, das können wir so machen. Den müssen wir ein bisschen größer anlegen, den Turm. Weil es ja tiefer werden soll, ne? Also er soll ja möglichst im Berg stehen. Und dann einfach da rausragen. Vielleicht hängen wir dann ein paar Wines dran. Oder aber wir hängen... Na, wie heißt es doch gleich? Wir hängen ein paar Bäume drumherum. Mal gucken. Irgendwas fällt uns da schon noch ein. Irgendwas Krankes. So, wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt also, hier geht es dann nachher quasi wieder raus. Gut. Und hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passt. Was ich lustig finde an den Tracks vom KST Beats, sein Wiedererkennungswert. Erstmal verwendet er überwiegend dieselben Sounds und dann hast du halt in fast jedem Song so einen Break drin, wo er dann mitteilt, wer den Titel gemacht hat. Ah, das teilt halt mit hier, KST Beats. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und so im Hintergrund mal als etwas treibenderer Titel ist das auch nicht verkehrt. Eventuell setzen wir das sogar für die für das ETS-Let's Play ein. Mal schauen, ob das im Eurotruck gut rüberkommt. Ich denke schon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Licht. Wir sollten es aber vielleicht anhängen, das Licht. So, Baustellenbeleuchtung. Aktiviert. Damit hier nichts durch die Gegend spawnt und uns gleich im Dunkeln in die Luft jagt, sollten wir das vielleicht vorher ausleuchten. Wir müssen ja auf das Level 64. Mahlzeit. Quasi Frühstückspause, weißt du? So, gut. Wird natürlich ein etwas größeres Bauprojekt dann in dem Falle, weil den knall ich jetzt hier nicht so larifari hin, den Turm. Ja, da machen wir uns natürlich richtig Mühe mit. So gut es eben geht. Es werden natürlich jegliche Art von Vorschlägen in den Kommentaren erwünscht. Woraus wir den bauen sollen und woraus nicht, ist ein nettes kleines Zwischenbauprojekt, wird aber auf jeden Fall nicht einfach Larifari in einer Folge dahin geklatscht oder so. Und Speedaufnahme mache ich dafür auch nicht, weil es Blödsinn ist. Wir machen ja hier ein Let's Play und kein Let's Run Away. Apropos Let's, da habe ich überlegt, ob wir nicht vielleicht doch noch eine neue Kategorie eröffnen. Ein kleines Let's Verzweifel. Wo du dann quasi jede Menge Fails sehen wirst von mir, vom Zockerpapa, von diversen Arbeitskollegen, die gerne möchten, dass ich fehle. Ja, er fühlt sich auch gleich angesprochen, grinst jetzt ganz hämisch und ich weiß auch, warum er grinst. Aber na gut, okay. Kannst du natürlich aber mal kurz in die Kommentare hauen, was hältst du davon, wenn wir eine neue Rubrik dieser Art eröffnen, quasi ein neues Format an den Start bringen, ne? Und dann vielleicht mal mit weniger englischen Begriffen, weil Let's Fail gibt's ja schon. Ich würde mir da überlegen, ja, eher so ein kleines Let's Verzweifel draus zu machen. Weil es gibt diverse Dinge, an denen ich verzweifle. Ja.
Was genau das ist, kann ich jetzt hier aufgrund der Öffentlichkeit nicht so wirklich verraten. Weil wir sind ja hier öffentlich erreichbar. Und damit ich mich hier nicht in Teufels Küche bringe, halte ich da mal lieber meine Klappe und sag dazu mal besser nix. Aber so in alles und allem denke ich, dass diese Rubrik vielleicht interessant wäre. Das kannst du dir ja mal überlegen. Kannst du ja mal drüber nachdenken und dann in die Kommentare hauen, ob das Sinn macht, sowas zu machen. Und dann, wenn es denn Sinn macht, sowas zu machen, dann hau doch mal rein, woran sollen wir denn mal verzweifeln, ja? Also ich denke wohl, da werde ich dann auch Kollegen wie den Zockerpapa und so weiter einbinden. Ja, ich meine, muss ja irgendwas geben im Computerspielebereich oder allgemein im Computerbereich, an dem wir verzweifeln könnten. Ja, sollten wir dann natürlich nicht dran verzweifeln, geht das natürlich auch nicht in diese Rubrik, sondern dann wird es vielleicht ein Let's Erklär mal oder so, um den Leuten zu zeigen, dass man nicht zwingend dran verzweifeln muss. Sofern wir es denn schaffen. Also im Grunde genommen machen wir es ganz interaktiv. Du stellst uns vor eine Aufgabe und je nach Fähigkeit wird dann derjenige welche, der die Fähigkeit hat, oder der sich zutraut, diese Fähigkeit zu haben, so ist es vielleicht besser, der wird dann versuchen, das auszuführen. Und wenn das, wenn er daran fällt oder das nicht hinkriegt, dann wird er irgendwann daran verzweifeln. Und da kommt dann diese Rubrik ins Spiel. So. So, ein grundsolides Fundament haben wir ausgehoben. Ja, das bleibt auch so, wie es ist. Es bleibt alles so, wie es ist. Da werden wir uns dann jetzt erstmal mit Göbel stöhnen. Werden wir uns hier mal beschäftigen. Beschäftigen. Wir gucken jetzt hier gerade mal eben in der Mitte durch. Flop, 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 flop. Oh, guck mal, Kohle. Für dich wird es jetzt hier gerade ein bisschen dunkel. Kann ich denn hier nicht mal den ganzen Kladderadatsch irgendwie zwischenlagern? So. Hier ginge es dann raus. Das könnte man ja dann hier so... so basteln. So. Schön Dreier-Eingang. Was denn das? Der Tetris-Punch. KST-Beats, Tetris-Punch. Beat number 4. Fupp, 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 fupp. So. Das geht dann hier. Pöp, pöp. Der pöp. Genau, und dann hier in dieser Höhe. Beziehungsweise in dieser Höhe. Dann hätten wir hier schon mal einen Eingang. Recht habt ihr. Ihr blöden Kühe, ihr.